Was kann eigentlich Grossbeat? Mein Name ist Janix und diese Frage werde ich in diesem Video beantworten. Grossbeat ist ein sehr einzigartiges Plugin in FL Studio, was verschiedene Möglichkeiten bietet, um Lautstärke und auch Zeit zu automatisieren. Ich weiß, dass viele von euch Grossbeat schon benutzen und schon sehr sicher im Umgang damit sind. Deswegen habe ich ans Ende vom Video ein paar Pro-Tipps gepackt, die ihr mit Sicherheit noch nicht kennt. Ihr könnt da einfach hinskippen. Ich habe das hier mit der Kapitelfunktion von YouTube so eingerichtet, dass die Stelle markiert ist, an der die Pro-Tipps eben kommen für diejenigen von euch, die sich mit Grossbeat schon auskennen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den Basics. Im Grunde haben wir in Grossbeat zwei verschiedene Optionen. Das eine ist eben hier die Zeit-Automation in grün und das andere ist die Lautstärke-Automation in orange. Die Lautstärke-Automation ist ein bisschen leichter zu verstehen und eigentlich relativ selbsterklärend, deswegen werden wir mit der jetzt auch anfangen. Wir haben hier eben diesen Graphen und hier oben ist die Lautstärke auf 100% und hier unten eben auf 0%. Und wir können jetzt, indem wir hier verschiedene Punkte einzeichnen oder einfach eins von diesen Presets anklicken, eben den Verlauf der Lautstärke über die Zeit einstellen. Das Ganze hier ist immer eine Bar und eine Bar in der Playlist ist halt das hier immer. Und über diesen Verlauf wird immer einmal dieses Pattern abgespielt. Und so können wir zum Beispiel aus dieser Melodie hier diese Melodie hier machen. Ihr seht also, in den Momenten, wo hier die Leiste eben ganz oben ist, da ist der Sound in seiner vollen Lautstärke da. Und wenn es hier nach unten geht, dann wird der Sound quasi kurz pausiert, kurz ausgeblendet. Wenn ich das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen langsamer einstelle, dann hört ihr das noch besser. In Grossbeat ist es tatsächlich in der Producer-Szene relativ weit verbreitet, einfach auf die Presets zurückzugreifen. Ihr könnt euch aber eben auch eure eigenen Patterns bauen. Das Ganze ist im Grunde auch ganz einfach. Ich resette mal einmal kurz das Plugin, damit ich euch das zeigen kann. Und wenn ich jetzt hier zurück in die Volume Automation gehe, dann kann ich einfach in diesen Graphen hier mit einem Rechtsklick neue Punkte einsetzen und die dann mit einem Linksklick einfach rumbewegen. Hier haben wir ein paar verschiedene Möglichkeiten. Also ihr seht schon, das, was ich jetzt hier eingefügt habe, ist quasi einfach so eine Stufe. Und wenn wir einen Rechtsklick auf den Punkt machen, dann können wir quasi den Verlauf der Linie davor einstellen. Das Übliche hier ist auf jeden Fall die Single Curve, mit der können wir einfach so diagonale Linien einfügen und die halt eben auf die verschiedenen Höhen machen, wie wir es wollen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel die Stairs, und dann können wir hier eben so ein Treppending aufbauen oder auch die Double Curve, mit der wir dann eben eher so abgerundete Ecken haben. Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, die könnt ihr einfach mal ausprobieren, aber tatsächlich ist die Single Curve so das, was man so am häufigsten benutzt. Und die kann man dann eben auch von einer geraden Linie zu einer Kurve nach unten hin oder nach oben hin umstellen. Und das Ganze können wir mit Rechtsklick auch wieder zurücksetzen. Wenn ihr jetzt ein bisschen feiner arbeiten wollt, dann haben wir hier in der linken Zeile, genauso wie ihr das aus der Playlist oder aus der Piano Roll auch kennt, verschiedene Möglichkeiten, um das Grid hier kleiner oder größer einzustellen. Jetzt gerade steht das hier auf Achtelsteps. Wir können das Ganze aber auch auf Viertel einstellen, um es ein bisschen größer zu machen, oder eben auf gar nichts, um das Ganze hier wirklich völlig frei vom Grid einstellen zu können. Wenn wir hier irgendwie jetzt zum Beispiel im Viertelgrid unterwegs sind, dann können wir trotzdem die Alt-Taste gedrückt halten und die Knöpfe völlig frei von jeglichem Grid eben bewegen. Wenn ich Alt wieder loslasse, dann seht ihr, dass ich mich jetzt wieder hier auf dem Grid bewege. Es gibt noch zwei andere Shortcuts. Wenn ich Shift gedrückt halte, dann bewege ich die Punkte nur auf der waagerechten Ebene und kann die quasi nicht nach oben und unten bewegen. Und das gleiche gilt aber andersrum. Wenn ich Steuerung gedrückt halte, dann kann ich die nur auf der senkrechten Ebene und eben nicht zur Seite bewegen. Das kann manchmal ganz schön praktisch sein, vor allem wenn man hier in etwas kleineren Schritten unterwegs ist, so wie hier zum Beispiel, um das Ganze eben nicht zur Seite zu bewegen, sondern halt nur auf der waagerechten Linie unterwegs zu sein. Was wir hier unten noch haben, sind drei Rädchen. Das sind einmal Attack und Release und die sogenannte Tension. Ich sage euch ganz ehrlich, die Tension verstehe ich nicht ganz. Ich habe mir das heute auch nochmal im FL Studio Benutzerhandbuch angeschaut. Ich werde daraus aber nicht ganz schlau, probiert vielleicht einfach ein bisschen damit rum. Ich finde, man hört den Unterschied nicht wirklich. Attack und Release sind quasi dazu da, um diese Schritte hier von ganz laut auf ganz leise oder eben von ganz leise wieder hoch auf ganz laut nicht ganz so extrem und nicht ganz direkt zu machen. Denn ihr merkt schon, wenn wir jetzt beides hier auf 0 Millisekunden runterdrehen und ich das Ganze mal abspiele, dann hört ihr schon, dass da so ein bisschen Klicks und Pops und Störgeräusche entstehen. Und die kriegen wir eben raus, indem wir die Attack und den Release so ein bisschen hochdrehen. Natürlich auch immer ein bisschen aufpassen, wenn ihr die jetzt zu weit hochdreht, dann ist der Prozess quasi stark verlangsamt und dann hört man kaum noch den Gate-Effekt.
Kann natürlich auch ein cooles künstlerisches Ding sein, aber wenn ihr noch wollt, dass man das hört, dann würde ich mich hier so in diesem Bereich zwischen 0 und 10 Millisekunden bewegen. Was wir auch noch haben, ist hier unten der Volume-Knopf. Das ist einfach nur ein Dry-Wet, also quasi zu wie viel Prozent kommt das Signal tatsächlich so, wie es aus dem Grossbeat rauskommt, wieder durch und zu wie viel Prozent das Originalsignal. Ich würde tatsächlich immer diesen Knopf hier benutzen und nicht diesen hier, weil der hier dann doch manchmal zu Störgeräuschen und komischen Bugs führt. Und mit dem hier könnt ihr zum Beispiel diesen Gate-Effekt, wenn ich den jetzt hier einfach mal auf 25% reindrehe, dann merkt ihr, dass man den noch hört, aber der halt eben nicht so stark ist und eher subtiler. Den gleichen Dry-Wet-Knopf gibt es hier oben genauso für die Zeit und damit kommen wir auch direkt zu der Zeiteinstellung. Das Ganze ist nämlich ein bisschen komplexer zu verstehen als die Lautstärke-Automation. Im Grunde haben wir hier auch einfach einen Graphen und wenn der Graph hier oben auf der Linie bleibt, dann bedeutet das, dass die Melodie einfach oder was auch immer, ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Drums benutzen, dass das Ganze einfach genau so durchläuft, wie wir es im Grossbeat reingefüttert haben. Das, was ihr hier seht, diese schräge Linie hier im Plugin, das ist quasi der Punkt, an dem die erste Sekunde des Samples bleibt. Das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal so einen Schritt reinmalen, dass es immer wieder dahin zurückspringt, dann hören wir immer wieder das erste Viertel von dieser Bar, auf die wir das Ganze jetzt angewendet haben. Und natürlich können wir jetzt auch alles dazwischen hier mit einer geraden Linie ansteuern. Das hier ist zum Beispiel ein ganz klassischer Effekt in Grossbeat. Das ist sehr ähnlich dem Halftime-Effekt. Da spielt es quasi nur die halbe Bar ab und dafür auch eine Oktave tiefer. Und das Ganze wird eben so ein bisschen langsamer gemacht, um genau zu sein, halt eben halb so schnell. Da könnt ihr mal ein bisschen mit rumprobieren. Natürlich können wir das Ganze jetzt hier auch einfach nur auf ein Viertel einstellen. Da müsst ihr aber ein bisschen aufpassen, denn dann passt irgendwann eure Tonlage nicht mehr. Also wenn ich das jetzt hier mal abspiele und mit dem Originalsound zusammenmische, dann merkt ihr, dass das tonartmäßig nicht zusammenpasst und sehr schief klingt. Also tatsächlich, um das Ganze auf der gleichen Tonlage zu lassen, entweder ganz oben, also gerade Linien, oder halt eben diese, ja, wie soll ich sagen, die Hälfte vom 45-Grad-Winkel ist das, denke ich, ungefähr, da lassen. Oder halt dann hier wieder weiter unten. Wenn wir das Ganze einmal schräg nach ganz unten drehen, also alles hier unter der Linie, da fängt es quasi an, das Ganze umzukehren, also rückwärts abzuspielen. Das Ganze funktioniert aber leider immer eine Bar versetzt. Das bedeutet, wenn ich jetzt abspiele, dann ist die erste Bar erstmal noch leise, weil die ja theoretisch erstmal abspielen, in das Grossbeat reinfüttern muss und dann erst wieder rausgesendet werden kann. Das Ganze klingt dann so. Um das Ganze jetzt hier komplett zu verstehen, lohnt es sich wirklich, sich die verschiedenen Presets mal anzuschauen und auf denen dann aufzubauen. Also wenn ihr einfach mal die ganzen verschiedenen Presets von Grossbeat durchklickt, dann versteht ihr die verschiedenen Funktionen und wozu ihr sie benutzen könnt. Und wir haben da wirklich die verschiedensten Möglichkeiten von klassischen Stottereffekten. Über Halftime. Bis hin zu diesem Vinyl-Off-Effekt hier, der auch sehr, sehr oft in Trap-Musik benutzt wird. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, euch hier mit den verschiedenen Presets mal auseinanderzusetzen. Es gibt auch nicht nur die, die ihr sofort seht, sondern ihr könnt hier oben mit den Pfeilen quasi noch zwischen verschiedenen Modi hin und her schalten und da gibt es wirklich die abgefahrensten Presets. Also schaut euch das mal in Ruhe an und dann könnt ihr auch irgendwann verstehen, wie Grossbeat funktioniert. Okay, jetzt wo wir die Basics hinter uns haben, kommen natürlich noch die versprochenen Grossbeat Pro-Tipps. Wusstest du zum Beispiel, dass du einen Wechsel zwischen zwei verschiedenen Grossbeat Presets mit einem Automation Clip ansteuern kannst? Ich wusste das bis gerade eben auch nicht, habe das bei der Recherche für dieses Video rausgefunden, aber es ist wirklich eine super, super coole Funktion. Wenn wir jetzt zum Beispiel innerhalb des gleichen Patterns von diesem One Beat Gate hin zu diesem Transgate automatisieren wollen, dann geht das tatsächlich ziemlich einfach. Und zwar können wir einfach einen Rechtsklick auf das Preset machen und einen Automation Clip erstellen.
Wie ihr seht, wird der jetzt hier erstellt in der Playlist und dann gehen wir zurück, kopieren den Value hier, Copy Value, damit wir den Original Value vom Transgate haben. Pasten das hier hin, das wird jetzt hier schon stimmen, denke ich mal. Pasten das nochmal hier hin und dann suchen wir quasi für den neuen Punkt den anderen Value von einem anderen, zum Beispiel jetzt hier von diesem One Beat Gate. Suchen das aus, machen wieder Copy Value, pasten das hier rein und pasten das hier nochmal rein und dann repeaten wir das Ganze einfach und schon haben wir einen Automation Clip, der eben automatisch zwischen den verschiedenen Grossbeat Patterns hin und her schaltet. Ein anderes Ding, was wahrscheinlich viele von euch nicht kennen, ist hier die Slide Remaining Points Funktion. Die führt dazu, wenn wir das hier anklicken, dass die Punkte hinter dem Punkt, den wir bewegen, eben mitbewegt werden. Weil wenn man das nicht aktiviert, dann kann es manchmal ein bisschen nervig werden, dann muss man hier die Punkte alle einzeln bewegen. Und wenn man das nicht will, dann kann man hier einfach die Slide Remaining Points Funktion benutzen und das Ganze einfach am Stück nach hinten bewegen. Kann schon ziemlich praktisch sein auf jeden Fall. Eine andere Funktion, die auch ganz cool ist, ist hier das Step Editing. Damit können wir jetzt einfach hier drin rummalen und er erstellt automatisch immer wieder neue Steps aus den Punkten, die wir hier anklicken. Das kann besonders abgefahren werden, wenn man hier das Grid einfach ausstellt. Dann kann man hier wirklich von Hand die verschiedensten Graphen reinmalen. Wenn man mal sehr im Detail mit Grossbeat arbeiten will und nicht auf den Steps bleiben will, dann kann das auf jeden Fall schon mal manchmal ganz praktisch sein. Ich wüsste jetzt nicht unbedingt, an welcher Stelle ich das benutzen sollte, aber cool ist es auf jeden Fall. Alles in allem zusammengefasst kann ich nur sagen, dass ich Grossbeat wirklich eins der allercoolsten Plugins in FL Studio finde. Für mich war tatsächlich Grossbeat der ausschlaggebende Grund, warum ich mich für die etwas teurere Signature Edition gegenüber der Producer Edition entschieden habe, weil Grossbeat da eben dabei ist. Das Ding ist wirklich einzigartig, andere DAWs haben dieses Ding nicht. Ich benutze das sehr, sehr oft, zum Beispiel um Melodien, die vielleicht beim ersten Hören so ein bisschen langweilig sind oder so. Den kann man mit Grossbeat wirklich nochmal ganz neues Leben geben und die Melodien wirklich komplett flippen, sodass die auch teilweise gar nicht mehr so wie das klingen, was man ursprünglich mal hatte. Und das andere Ding, wo ich Grossbeat gerne benutze, ist für Übergänge, Riser. Wenn man zum Beispiel auf die letzte Bar dieses Gate drauflegt und dann mit der Hook wieder einsteigt, sowas kann auf jeden Fall super, super cool kommen. Grossbeat ist definitiv ein Plugin, mit dem ihr euch mal beschäftigen solltet, wenn ihr mit FL Studio Beats macht. Ich mag das wirklich super gerne. Wer meine Livestreams kennt und so, der weiß auf jeden Fall, wie oft ich mich mit Grossbeat auseinandersetze und darin eben meine Melodien noch so ein bisschen spiciger mache. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu Grossbeat habt, dann schreibt mir die in die Kommentare und ich hoffe, dass ich euch helfen kann. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir sehr gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich schaue in die Augen, Baby ist im Pyjama. Manchmal glaub ich, sie ist ein Geschenk für mein gutes Karma. Wir grinsen, nur wir wissen, was das für eine Nacht war. Ich schaue in die Augen, Baby ist im Pyjama. Ich schaue in die Augen, Baby ist im Pyjama. Manchmal glaub ich, sie ist ein Geschenk für mein gutes Karma. Wir grinsen, nur wir wissen, was das für eine Nacht war. Ich schaue in die Augen, Baby ist im Pyjama.